Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen beschaulichen YouTube-Kanal. Mittlerweile hat ja doch die ein oder andere Turtles of Grayskull-Figur den Weg in meine Sammlung gefunden, wo ich am Anfang gesagt hatte, die Toyline interessiert mich nicht. Aber dann kam Casey Jones, dann kam Hordak und ja, irgendwann wird auch Splinter noch den Weg zu mir finden. Und ja, und heute meine lieben Freunde hat eine weitere Figur aus der Toyline zu mir gefunden und zwar Skeletor, und um den werden wir uns heute kümmern. Viel Spaß! Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Ja, bevor wir uns aber nun mit der Figur befassen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dem lieben Flo, der diese Figur gesponsert hat, als eine Art Kanalspende. Das Gleiche hat ja auch bei dem Marc von BoomboTV schon gemacht. Er hat ihm ja eine Spende via PayPal zukommen lassen mit der Bitte, dass Marc sich dann eine Figur, ich glaube es war auch der Skeletor, dafür kaufen möge. Das Gleiche hat Flo dann auch bei mir gemacht. Er hat mich angeschrieben, meinte so, pass auf, ich würde dir gerne Spende über PayPal zukommen lassen. Davon kannst du dir dann den Turtles of Grayskull Skeletor holen. Fand ich eine super Sache, also ganz, ganz lieben, herzlichen vielen Dank an dieser Stelle. Ich kann schon wieder nicht mehr richtig reden. Sprachen lernen. Aber ihr kennt mich ja, ne? Wenn ich eine Kanalspende bekomme, dann freue ich mich und dann ist es mit der Konzentration bei mir manchmal nicht so weit her. Oh mein Gott. Hey, ich finde das wirklich ganz klasse, ne? Vielen lieben Dank. Also ja, mit dieser PayPal-Spende habe ich dann halt Skeletor bestellt bei Smith Toys. Und ihr seht schon, ich klammer mich so mit der Hand an die Figur. Das liegt daran, dass Smith Toys beim Versand ein bisschen das Wort mit SCH sage ich jetzt nicht. Die haben die Figur etwas unglücklich verpackt, sagen wir so. Und als ich sie aus der Verpackung nahm, hat sich der Blister schon gelöst. So, deswegen halte ich den jetzt hier fest, damit das nicht runterfällt. Aber tut nichts zur Sache, die Figur wird ja sowieso ausgepackt. Ne? Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Ne? Okay, das soll jetzt hier wirklich kein Shitstorm gegen Smith Toys sein. Bisher habe ich ja eigentlich nur positive Erfahrungen mit denen gemacht, egal ob ich jetzt im Laden eingekauft habe oder was bestellt habe. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es hier eine Ausnahme ist. Also ihr seht schon hier, total zerfetzt die Karte, aber ja, egal. So, wir haben das Turtles of Grayskull Logo, den Namen der Figur, EU-Standardkarte. Dann sehen wir hier Skeletor und Shredder, die Evil Lords und den Herrn des Bösen. Hier unten noch die Logos Masters of the Universe und Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich kann echt nicht ersprechen, ne? Ja, auf der Rückseite ein richtig cooles Artwork. Auch hier mit den Logos Masters of the Universe, Teenage Mutant Ninja Turtles. Und hier Skeletor gegen... Oh, wer ist das? Welche Schildkröte ist das? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit den Turtles gar nicht so gut aus, müsst ihr wissen. Ist es Leonardo? Leonardo ist der Anführer von den Turtles, ne? Würde dann Sinn machen, dass er das ist. Oh Gott, korrigiert mich, wenn ich mich irre. So, hier werden weitere Figuren beworben. Teela, Casey Jones, den habe ich ja schon, und Michelangelo. Ja, macht euch keine Hoffnung, Action-Features gibt es nicht, aber die Figur ist cool. Man muss an allem die Vorteile sehen. Das Schöne an einer kaputten Verpackung ist ja, man muss sich keine großartige Mühe mehr mit dem Auspacken geben, weil das hat sich hier in dem Fall von selbst erledigt. So. Hier haben wir wieder eine Anleitung, weil Actionfiguren Anleitungen brauchen. Guckt ihr da, ein Skelly. Sehr schön. See you later. Ein cooler Mini-Comic. Es ist der gleiche, der auch bei Casey Jones schon drin ist. Und den habe ich euch ja auch bereits schon gezeigt. Ich würde sagen, wir blättern trotzdem mal kurz durch. Na, wie man es gewohnt ist, ohne Texte. Wo ich letztes Mal Hordak ausgepackt hatte, da war ich total überrascht, dass dieser Comic Texte hatte, obwohl es eine europäische Verpackung war. Und ich hoffe ja immer noch, dass Mattel das als neuen Standard jetzt benutzen wird. Dass wir in Zukunft
immer auch in internationalen Verpackungen dann Comics mit Texten haben will. Das wäre natürlich klasse. Naja, die Geschichte kann man sich entweder im Kopf selber zusammenspinnen oder man kann sie natürlich auch nachlesen. Da gibt es ja im Internet genug Möglichkeiten. So, aber jetzt zu Skeletor persönlich. Ich hole ihn jetzt raus. Und wie ihr es von mir kennt, immer sehr vorsichtig und liebevoll. Das hat jetzt keiner gesehen, oder? Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? So, völlig unbeschädigt und vollkommen intakt kann ich euch nun Skeletor präsentieren. Ja, in der Hand hält er eine Ampulle mit Ose, weil Ose gut für die Verdauung ist. So, das Gesicht ist jetzt eher dem, würde ich sagen, dem 2000X-Skeletor nachempfunden als dem Vintage-Skeletor. So von den Gesichtszügen, na, falls man beim Knochengesicht von Gesichtszügen reden kann. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das macht es aber nicht weniger cool. Der Helm ist, soweit ich das beurteilen kann, mit dem Kopf fest verbunden. Also man kann den Helm jetzt nicht abnehmen. Glaube ich zumindest. Ich habe es so versucht, habe es nicht hingekriegt. So, dann fällt natürlich auf diese Rüstung in Giftgrün. Ich habe erst gedacht, die kann vielleicht im Dunkeln leuchten, tut sie aber nicht. Sieht aber richtig cool aus, wie ich finde. Ich meine, grün ist normalerweise nicht meine Lieblingsfarbe, aber Giftgrün passt ja irgendwie zu Skeletor und auch zu dem Ose. Werden wir gleich mal gucken, ob wir die Rüstung irgendwie abnehmen können. Das wird mich dann doch interessieren. Ja, was auch für die 2000X-Figur spricht, sind halt die Dämonenfüße und der hat jetzt keine Stiefel an. Teilweise erinnert die Rüstung ein bisschen an Shredder, oder? Aber auch nur teilweise. Wie gesagt, mit den Turtles bin ich jetzt nicht so im Thema. Dann hat der Herr des Bösen hier noch eine Waffe, die werden wir ihm gleich auch noch in die Hand drücken, dann müssen wir ihm das Ose allerdings abnehmen. Naja, ich denke mal, er wird's verkraften. So, von hinten betrachtet hat Skeletor hier einen schönen Umhang. Der ist aus Plastik, nicht aus Stoff, ist ja egal. Und was ich auch sehr interessant finde, ist das hier. Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Es sieht so aus, als ob man da irgendwas reinstecken könnte. Irgendwelche Waffen, irgendwelches Zubehör, aber wie das genau funktioniert oder ob das einfach nur Deko ist, das habe ich noch nicht rausgefunden, weil auf der Blisterkarte wird das jetzt nicht weiter erwähnt. Wahrscheinlich hat das keine nähere Bedeutung, aber. Interessant ist es schon. Da liegt er. So, jetzt nochmal mit der Waffe in den Händen. Dafür müssen wir die Oseampulle einfach mal zur Seite legen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Beleuchtung hier im Zimmer liegt, aber mir kommt das so vor, als ob Skeletors Körper eine andere Farbe hat, als man sonst von ihm gewohnt ist. Also anders als der Vintage-Skeletor, aber auch anders als der 2000er-Skeletor. Ja, ich weiß nicht, der Körper sieht eher so, ja. Ich weiß nicht. Ich meine, Skeletor wurde ja nicht immer mit blauem Körper, nicht auch schon mal mit eher so lilanem Körper gesehen und so. Haben wir alles gesehen, aber das hier scheint ein neuer Farbton zu sein, oder? Was meint ihr? Ich meine, sieht nicht schlecht aus, ist interessant, aber sieht halt anders aus. Vielleicht hat er zu viel Ose genascht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Auch wie detailverliebt das hier alles ist. Guck mal, was hier alles noch drauf ist. Ja, schaut mal, das ist doch definitiv eine andere Körperfarbe als sonst, oder? Sieht aber interessant aus. Man könnte spaßeshalber den mal mit die klassische Rüstung anziehen, mal gucken, wie das dann aussieht. So, also man kann wirklich so ziemlich alles abnehmen. Ich habe das mal hier so richtig schön in die Bestandteile zerlegt. Was den Kopf angeht, da hatte ich tatsächlich recht. Also hier, als jetzt mal hier. Also, hier. Bleibst jetzt mal liegen hier. Wo sind wir denn hier? So, also. Helm und Kopf sind tatsächlich miteinander verbunden, ne? Wie ich es auch vermutet hatte. Also, ne, das kann man hier nicht abnehmen.
Und ich bleibe dabei, es ist von dem 2000X-Kopf sehr stark inspiriert und nicht so sehr von dem Vintage-Kopf. So, Freunde, ich habe mir jetzt mal den Spaß gegönnt und habe mir jetzt tatsächlich mal die Origins Vintage-like Rüstung angezogen und den Origins Vintage-Kopf. Ich muss sagen, die Kombination ist irgendwie interessant, oder? So hat man Scaly auch noch nicht gesehen. Das hat auch was, oder? Was meint ihr? Sieht doch irgendwie lustig aus. So, jetzt ist er wieder zusammengebaut, wie er sein sollte. Also, ich finde die Figur klasse. Gefällt mir. Mir gefällt auch diese Variante hier, dass er mal eine andere Rüstung anhat. Auch dieses Giftgrüne mit dem Ose und der schwarze Umhang, das ist so ein bisschen Shredder-Look hat. Doch, das hat was, wirklich. Ja, nochmal ganz herzliches Dankeschön, ne, für diese tolle Spende, diese schöne Figur. Damit bin ich auch raus an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder am nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.